Und damit herzlich willkommen zurück zu WWE 12. Und ich habe eine kleine Änderung an dem Projekt vorgenommen. Also nicht an dem Projekt, sondern an unserem kleinen oder netten Herrn, unserem Jeff Hardy, den wir hier im Spiel spielen. Da mir der Jeff Hardy, den wir in den letzten Parts hatten, absolut gar nicht gefallen hat, absolut überhaupt nicht nach dem aussah, wie er eigentlich ist, habe ich mich dafür entschieden, ihn umzustylen sozusagen. Und das ist bei rausgekommen. Ich wollte ihn eigentlich erst ohne Gesichtsbemalung machen, aber da mir das Spiel gewisse Änderungen im Gesicht und aber auch im Körperbau nicht zugestehen wollte, keine Ahnung, sage ich jetzt mal so, weil er ist von Körpermaßen nicht ganz der Jeff Hardy, der es eigentlich sein sollte, wie er eigentlich ist. Und auch im Gesicht ist er eigentlich im Grunde genommen nicht der Jeff Hardy, wie er eigentlich sein sollte, weil es gibt gewisse Dinge im Gesicht, die ich nicht ändern konnte. Und somit kam man nicht ganz der Jeff Hardy bei raus, der rauskommen sollte. Deswegen habe ich die Gesichtsbemalung genommen, damit er einigermaßen noch nach Jeff Hardy aussieht. Punkt. Aber kleidungstechnisch habe ich so viel rausgehauen, was ich konnte, so damit er ungefähr so aussieht wie Jeff Hardy. Ich hoffe, euch gefällt er, oder besser gesagt, dir gefällt er. Ich habe alles versucht rauszuhauen, was ich konnte. Punkt. Und ich versuche jetzt in den nächsten Folgen mal ab und zu mal was zu Jeff Hardy rauszuhauen. So ein paar Fakten, aktuelle Geschichten. Wir machen einfach weiter, ja. Sonst verquatsche ich mich hier noch. Sehen wir übrigens mal von nah an. Oh, Booker und Vader. Na dann, komm her. So, Booker und Vader. Eigentlich im Grunde, erstmal fange ich mal bei den Leuten hier an. Eigentlich im Grunde zwei gute Wrestler. Gut, Vader kenne ich jetzt nicht unbedingt, aber Booker kenne ich schon eher. Gut, wohl eher aus der Neuzeit, aber ich habe auch schon einige ältere Sachen von ihm gesehen. Ist eigentlich ein ganz guter Wrestler und vor allem unterhalten kann er mich auch, wenn man so will. Also, ich habe immer Spaß gehabt, ihm zuzusehen, wenn man so will. Vader, wie gesagt, kenne ich nicht unbedingt, weil ich habe da noch nie viel von ihm gesehen. Ich habe ihn nur einmal kurz in so einer Legend-Folge gesehen von Raw oder so ähnlich, wo er mal dabei war, glaube ich. Ansonsten kann ich zu ihm nicht viel sagen. So. Jeff Hardy. Fangen wir mal mit Jeff Hardy an. So. Erst einmal so meine Meinung zu Jeff Hardy an sich. Er war früher, wo er noch in der WWE war, mein Lieblings-WWE-Wrestler. Wenn man so will. Kann man so nennen. Er hat einfach Skill, kann man sagen, Skill, er hat Skill. Also, ich habe wirklich immer Spaß gehabt, wenn ich ihn gesehen habe. Also, er hat Aktionen gezeigt, die zeigen heutige Leute nie. Ganz ehrlich, also, ja. Also, es war schon extrem, was er so manchmal rauskommt, deswegen. Wow, der war. Oh, scheiße. Auf jeden Fall, was er rausgehauen hat, war richtig. Boah. Also, da habe ich gerne WWE geguckt. Ganz ehrlich. Also, das. Bam! Also, ich fand's einfach nur geil. Bam. Und down. Okay. Das war so meine Meinung dazu. Nachdem, gut, wenn man so will, einfach mal, nachdem er quasi zur TNA gewechselt ist, habe ich eher weniger mit ihm zu tun gehabt, weil ich, naja, TNA nicht wirklich verfolge und ich TNA auch nicht wirklich so nie mochte. Damals mit Hulk Hogan und so weiter, etc. Aber habe ich mich auch nicht wirklich
zwingend weiter mit Jeff Hardy beschäftigen. Was mich im Grunde auch gar nicht wirklich mehr interessiert hat, weil. Sag mal so. Ich war früher, sag ich mal, der Meinung, wenn gewisse Leute zu TNA gehen müssen, dann müssen sie es echt nötig. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber. But Cass gets a chance at revenge as he faces Animal one on one. Es ist quasi ein Sprung basiert von ich mag ihn zu ach verpiss dich doch du Idiot, Stuttgart mit Deutsch gesagt. Ach, scheiß Anbindung. Nee, aber es das war früher so ein bisschen, was ich. Oh! Legende, ein Match. Okay. Das war so, wie ich das früher gesehen habe. Aber auch keine Lust mehr gehabt, mich mit ihm zu beschäftigen, weil TNA gleich scheiße, gut euch gesagt. Heute sehe ich das natürlich ein bisschen anders. Also. Oh, was ist denn jetzt? Oh, ich bin sogar geschwächt. Bestimmt wegen den Angriffen von draußen. Nee, aber. Früher hätte ich nicht mal annähernd dran gedacht, mir eine TNA-Sendung oder mal eine Veranstaltung mal anzusehen. Ich habe mir letztens erst Dings angesehen. Nächste. Wie ist jetzt die letzte TNA-Veranstaltung? Oh, scheiße. Wie hieß jetzt die letzte TNA-Veranstaltung? Da weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall, ich habe den aktuellen PWV von TNA angesehen. Eigentlich im Grunde, weil wegen Jeff Hardys neuem Gimmick. Aber naja, ich habe teilweise mich durchgeklickt so ein bisschen. Gucken, was die so abliefern. Und, manches ist gar nicht mal so schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ah, komm her. Bam! Der Move passt zwar absolut nicht zu Jeff Hardy, aber das ist egal. Drei. Ja, übrigens, die Moves kann ich auch nicht ändern zum Thema Jeff Hardy. Das ist leider im Spiel so bedingt, das tut mir leid. Ich hätte natürlich das komplette Moveset von Jeff Hardy genommen. Konnte ich aber nun leider nicht. So wie Name und so weiter, aber. Naja, das Spiel lässt mich das nicht. Aber was soll's. Auf jeden Fall. Das hätte ich früher nie gemacht, mir eine TNA-Veranstaltung, geschweige denn irgendwie eine Großveranstaltung anzusehen. Natürlich bin ich in der. Da mir die. Aber da ich natürlich auch der Meinung bin, dass WWE genauso. Scheiße ist manchmal auf gut Deutsch gesagt. Da mir nicht mehr alles. Der mir fast nichts mehr von der WWE zusagt und allgemein, was das Wrestling angeht, eigentlich zusagt. Dann, warum soll ich dann da sagen, TNA ist scheiße und dich gucken, ne? Aber auch gleichzeitig die WWE gucken und selber auch finden, dass es scheiße ist. Also, sag ich mal so, da ist es, naja. Gerecht, wenn ich sage, ja, ich gucke beides an und kann trotzdem behaupten, das ist scheiße. Was natürlich jetzt nicht so in dem Fall denke ich, ist natürlich nicht, dass jetzt das scheiße ist, sondern es ist einfach nicht mehr gut. Es ist einfach halt Mainstream halt. Es ist einfach. Ah, ich muss so warten. Naja, auf jeden Fall, es ist einfach irgendwo nicht mehr das, was es mal war. Und dann sehen wir Kane, Randy Orton, Dolph Ziggler und Big Show im Ring, die in Royal Rumble kämpfen um den WWE-Titel. Auf jeden Fall, die kämpfen um den Titel. Punkt. Naja, so, das war so im Grunde eigentlich meine Meinung zu Jeff Hardy und was ich so ein bisschen davon halte und so weiter. Kommen wir gleich mal zum neuen Gimmick von. Da komme ich übrigens gerade.
als Nummer 36. Nee, auf jeden Fall kommen wir zum zum neuen Gimmick von Jeff Hardy. Ja, Jeff Hardy ist bei der letzten TNA-Veranstaltung in einem neuen Gimmick aufgetaucht. Wobei, neu kann man es ja auch nicht nennen, weil jetzt es ist ja alt. Es hat, er hat das damals zu Indie-Zeiten, ne? Zu Indie-Zeiten. So, wo war ich jetzt? Er hat das Gimmick damals zu Indie-Zeiten schon benutzt gehabt. Deswegen kann man es eigentlich nicht als altes Gimmick bezeichnen. Also, deswegen. Sein neues, altes Gimmick. Würde ich, nenne ich es einfach mal. So, drücke ich es einfach mal aus. Au! 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 Ja, auf jeden Fall. Das neue Gimmick von Jeff Hardy ist Willow. Und jetzt mal, um mal die Karte auf den Tisch zu legen, Deutsch gesagt. Ja, Willow. Es ist quasi so ein, ist, wie nennen wir das? Es ist ein maskierter, der ziemlich creepy ist, auf gut Deutsch gesagt. Es ist sehr, also, kommt mir so ein bisschen verrückt drüber. Es ist Jeff Hardy nur in extrem, wenn man so schön sagt, würde ich mal so sagen. Es ist einfach jetzt, ja, Mensch. Es ist, ja, auf jeden Fall, er trägt quasi, es ist quasi Jeff Hardy, er trägt eine Maske. Und naja, ist, macht einen auf vier creepy und so. Also, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Es ist einfach Mensch, Junge, so wie halt um Cody. Wusch. Komm raus. Hey. Ja, auf jeden Fall. Ich verstehe, was ich meine. Er ist so ein bisschen, so ein Verrückter ist. Das ist so richtig verrückt. So und so weiter. Also. Au! Alter! Piss mich nicht an, Cody! Du bist zwar ein ganz guter, aber ich weiß jetzt nicht, was ich dazu sagen soll. Ey! Mensch! Ja, ist eigentlich ein ganz cooles Gimmick, finde ich. Also, mir gefällt's. Sag ich mir was, drücke ich mir was so aus. Mir gefällt's. Es ist was anderes, auf gut Deutsch gesagt. Ich sage immer auf gut Deutsch gesagt, irgendwie kann sein. Nee, auf jeden Fall ist es was anderes. Es ist irgendwie. Man kennt es noch nicht wirklich. Dolph! Ich glaube, ich muss gleich hier cutten. Ja, mein Junge! Ricky! Ricky war der Sohn. Ricky ist das. Ricky Steamboat. Nee, ich mache jetzt hier erstmal den Cut, dann sehen wir uns im nächsten Part. Ciao, und dann erzähle ich weiter über Jeff Hardy.